Ja, schönen guten Morgen. Wir kommen zur 8-minütigen Autowäsche bei Shell Car Wash. Da ich im Shell Club Smart Programm bin, habe ich die beste Wasch, das beste Waschprogramm für die Hälfte des Preises bekommen. Mal sehen, wie sauber das Auto danach wird. Wir haben ja eine ziemlich neue Portalwaschanlage von WashTec. Also hier habe ich schon mal öfters das Auto waschen lassen. Ich muss sagen, die ist wirklich gut. Die reinigt super. Also hier wird auch alles aufgetragen, was es an Chemie gibt. Und das Auto ist danach wirklich sehr, sehr sauber. Wir haben anstatt 17 Euro für die Top-Premium-Pflege, haben wir per Shell Club Smart nur die Hälfte bezahlt. Also knapp ungefähr, ich glaube 9 Euro waren es gerade, ja, 9 Euro. Also ich muss sagen, immer wieder haben die mal Aktionen, da lohnt es sich auch wirklich mitzumachen. Und vor allen Dingen, wenn man dann einen vernünftigen Waschbogen hat, so wie hier an der Shell-Tankstelle, dann wird das Auto auch sehr gut sauber. Wir sehen auch, die Felgenbürsten arbeiten schön mit. Die Schweller werden auch unten schön abgestrahlt. Der Vorteil ist natürlich, wenn man immer einen neuen Waschbogen hat, sehen die Bürsten auch immer sehr sauber aus und dementsprechend wird das Auto dann auch sauber. Und ihr seht, zum zweiten Mal werden nochmal die Felgen gewaschen. Also schön unten mit der Felgenrotationsbürste werden die nochmal ein zweites Mal gewaschen, die Felgen. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Auch beim letzten Mal, wo ich hier waschen war. Man sieht auch, es wird sehr viel Wasser benutzt, was auch natürlich gut ist, auch für die Wäsche. Und jetzt sogar vorne noch mal nachbürsten. Da muss ich sagen, habe ich so noch nicht gesehen. So,
So, noch 3 Minuten 45. Mal gucken, was jetzt noch passiert. Also ich glaube, in der Trocknungsphase starten wir noch nicht. Ich denke mal, jetzt wird Wachs oder irgendwie eine Versiegelung aufgetragen. Müsste man dann noch mal nachlesen. Oder wird noch mal gewaschen? Nee, jetzt waschen wir noch mal. Oder wird poliert? Mal schauen. Also ein drittes Mal nochmal abbürsten, für den Preis wirklich akzeptabel. Also das hat man auch nicht bei jeder Portalwaschanlage. Ich habe mir das Programm auch vorher nicht durchgelesen, weil bei den Rabattaktionen lohnt sich wirklich das teuerste zu nehmen, weil wo kann man für 9 Euro dann in dem Sinne so sein Auto waschen. Übrigens, die Bürstenfarbe passt auch gut zum Lack. So, jetzt haben wir gleich noch 2 Minuten. Ich denke mal, jetzt beginnt gleich noch mal eine Auftragung bzw. eine Trocknungsphase. Wir warten es mal ab. Ja, wir starten direkt mit der Trocknungsphase.
sieht so aus, als wenn wir fertig sind. Mal gucken, was sie sagt. Ja, wir können fahren. So, jetzt gehe ich noch mal einmal um das Auto kurz rum. Einmal checken, ob alles gut ist. Ja, würde ich sagen, ist auch schön trocken geworden. Einmal das Felgenergebnis, da gehen wir jetzt mal drüber, weil wie gesagt, wir haben jetzt zweimal. Also das ist mir auch immer wichtig, dass die Felgen schön sauber werden in der Waschanlage. Hat man auch nicht überall. Wie gesagt, wir haben hier mit einer, ich denke mal, das ist eine Washtec, weil da steht auch im Notfall bitte hupen. Und ja, wie gesagt, also das hat man auch selten, was ich gerade noch mal sagte, dass wirklich zweimal die Felgen gewaschen werden mit dem Waschbogen. Also auch hier vorne das Ergebnis, also könnt ihr wirklich sehen. Super glänzend, super sauber. Ne? Ja. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen und guckt euch auch meine anderen Videos an.